Hallo und herzlich willkommen zu Folge 72 von Gothic 2 The Dark Saga. Wir sind ja zurzeit wieder im Ork-Lager und wir gucken mal, jetzt ist 20 Ja. Uhr, wie es in der Arena aussieht. Wer ist der nächste Kämpfer? Mara kennt die Regeln. Zuerst 200 Goldstück, sagen Okay. sie. Ja. Du kannst. Gegen den werde ich tatsächlich mal schauen, dass wir hier Wirst recht haben. volle Lebenspunkte haben. Das ist natürlich die Frage, wie gut wir gegen den bestehen. 80 Schutz vor Geschossen, sollte es aber einigermaßen machbar sein. Also Und hoffe ich Mara zumindest mal. kämpfen. Okay. Okay, immer noch recht unmöglich bisher. Außer Hey du. wir schaffen es irgendwie, dass der halt nicht zum Zuge kommt. Also Wer der ist denn? Kopfüberschlag ist hier wieder mein größter Feind. Da kriege ich Pickel, wenn ich diesen Wahrheit Schlag gehört sehe. dir ganz, Myrtana. Es ist ziemlich egal, ob wir jetzt hier nochmal uns healen oder nicht. Wir halten ohnehin maximal zwei Schüsse aus. Und nun. So, einfach schön hin und her schlagen. Könnte jetzt verheerend sein, was ich hier mache, aber ich mache es trotzdem. Soll mal mittendrin speichern, während es gut aussieht. Wenn wir den in die Ecke drängen, dann geht's. Ja, so sollte es machbar sein. Zack. Und wir haben's. Und die Ork-Armbrust nehme ich natürlich gerne mit. So wie dem sein restliches Inventar. So, dann müssen wir jetzt warten, dass der aufsteht. Die Armbrust hat. Naja gut, das heißt einen hohen Wert. Wir müssen ja alles durch 10 nehmen, aber 200 Gold ist verhältnismäßig viel. Beziehungsweise 150 Stärke können wir sie selbst benutzen. Meine Armbrust ist schwächer als dein Schwert. Mora ist ein starker Kämpfer. Bist du Karakan, der Meister der Armbrust? Vielleicht, aber was will der Söldner Sagen hier? Sie. Zeig mir dein Können. Ein Söldner soll dir zeigen, wie man mit einer Armbrust umgeht. Meine Aufgabe ist es nicht, die zu lehren, die nicht einmal einen Riesentroll treffen können. Was soll ich also machen? Komm wieder, wenn die Kämpfe in der Arena vorbei sind. Okay, also müssen wir das weiter treiben. Was kannst du sonst noch tun? Meiner liebt die Jagd sehr. Es gibt nichts Schöneres als die Jagd. Wenn man einem verängstigten Tier hinterherläuft und eine Sackgasse vor sich hat. Die Bestie sammelt ihre letzten Kräfte und stürzt sich in den Kampf. Das ist der Moment, in dem der tödliche Kampf beginnt. Gute Zeiten. Du bist also ein Jäger und man hält dich hier in der Arena fest? Karakan ist ein guter Jäger, aber Tas hat mich zum Arena-Kämpfer ernannt und ich kann nicht jagen. Der Monat des dunklen Mondes beginnt und meiner muss noch Urumuru machen. Okay. Was ist ein Ulubulu? Es ist eine Waffe, die ein Symbol ist und die Stärke eines Orks zeigt. Es besteht aus sehr seltenen Teilen, die nicht jeder Ork bekommen kann. Warum ist es so wichtig für dich? Mir geht es darum, den Respekt des großen Tarat zu gewinnen. Und wenn ein Ork von Tarat selbst respektiert wird, dann erlangt der Ork großes Ansehen. Brauchst du Hilfe? Moa, hilfst du mir? Ich bin ein Söldner. Und Orks zu helfen ist meine Aufgabe, obwohl ich ein paar Goldstücke gebrauchen könnte. Karakan wird niemals Unterstützung von einem Mora annehmen. Aber ich muss eine Ausnahme machen. Du wirst reichlich belohnt, wenn du mir hilfst. Was sagst du dazu, Söldner? Ja, gerne. Wie hoch ist die Belohnung? Ich finde eine uralte magische Rüstung bei den Ausgrabungen. Sie passt mir nicht, aber Mora passt sie. Okay. Ich besorge die Zutaten, aber nur im Tausch gegen eine magische Rüstung, nicht gegen zerfledderte Lumpen. In Ordnung, Söldner. Hier ist die Liste, es steht alles da. Hörner eines Schattenläufers, Zähne eines Sumpfhais, Haue eines Trolls? Mora hat Angst vor dem großen Biest. Nein, ich bin nicht der feige Typ. Natürlich wird es nicht einfach sein, dieses Teil zu bekommen, aber ich kann es schaffen. Wie du willst, Mora.
kannst du mir beibringen, wie man jagt? Es wäre schwierig für mich, ohne die richtigen Fähigkeiten zu jagen. Es kommt darauf an, was der Mora kann. Meine Aufgabe ist es, euch das Jagen beizubringen und nicht Gold dafür zu verlangen. Sehr gut, dann würde ich sagen, nehmen wir doch hier nochmal alles mit, damit wir auch alles haben. Ein Schattenläuferhorn bekommst du ab, wenn du dich mit aller Kraft gegen den Schädel stemmst, am Horn ziehst und das Ding mit einer harten Klinge heraustrennst. Verdammt. Wir brauchen auf jeden Fall ein Level-Up, weil das sind ganz wichtige Dinge. Ich meine, vermutlich wäre es besser gewesen, das alles schon viel früher zu können. Aber besser später als nie. Blöderweise muss ich mir die Liste jedes Mal angucken. Horn eines, der großen dunklen Bestie, also Schattenläufer. 6 Zähne der Sumpfhaie. Zunge eines Feuerwarans und Trollhauer. Wir haben Flammenzungen 3 Stück. Wir haben halt Flusswurmzähne, die zählen vermutlich nicht. Wir haben 4 Trollhauer. Und wir haben 2 Schattenläuferhörner. Also insgesamt gar nicht mal so schlecht. Uns fehlen nur noch die Sumpfhaie, wo auch immer die sind. Du bist stärker als Karakan. Beim nächsten Kampf wird Mora nicht überleben. Was ist mit meiner Belohnung? Du nimmst dein Gold. So, erstmal speichern. Das lief jetzt schon mal verhältnismäßig gut. Gegen wen soll ich jetzt kämpfen? Söldner hat genug, um in der Arena aufzutreten. Du kommst morgen. Achso, ja, stimmt. Erst wieder morgen. Sam, wann haben wir denn Level Up? Oh, das geht sogar in absehbarer Zeit. Dann würde ich sagen, wir pennen eine Runde. Marschieren wieder Richtung Wildnis. Gerade da oben lässt sich doch was erholen bestimmt. Vielleicht finden wir auch Sumpfhaie. Das wäre gar nicht mal so übel. Können wir hier schlafen? Nee, ne? Hier zu schlafen gestaltet sich als gar nicht so einfach. Dazu müssen wir zu den Sklavenunterkünften. Auch hier gibt es wieder eine Rüstung als Belohnung. Relativ häufig hier. Hab ja erst die Jägerrüstung bekommen. Jetzt kommt ja schon wieder die nächste Rüstung als Belohnung, aber hey, ich beschwere mich nicht, die zu kaufen. Wäre ansonsten sehr, sehr teuer. Und Geld haben wir irgendwie nie genug. Sodele. 2 Stück davon, 4 Stück davon, 3 Flammenzungen. Auch wenn ich nie ein Ding gekillt habe, einen Feuerwaran. Aber halt Flusswurmzähne, die zählen wohl nicht. Ist sonst noch irgendwas anderes? Nee, ne? Also ein Trollhauer, eine Zunge, ein Horn der dunklen Bestie und 6 Sumpfhai-Zähne. Und haben wir davon wirklich gar keine? Ich hätte gemeint, wir hätten schon mal einen Sumpfhai irgendwo gesehen. Jetzt habe ich aber doch nur für einen Flusswurm gehalten. Auf jeden Fall fehlt uns genau das. Ansonsten haben wir diese Blut vom Feuerteufel-Ding. Haben wir irgendwas von einer Harpie oder so? Oder vom Eiswolf? Also untoter Wolf haben wir. Wir haben hier einige Sachen, wo wir sammeln müssen. Das war hier Gorha, ne? Genau, also Eiswolf haben wir nicht, Harpie haben wir nicht. Aber Feuerteufel. Und der Feuerteufel sollte schon das stärkste Wesen sein von den Gelisteten, deswegen machen wir uns mal wenig Sorgen. Ich will mal ganz kurz gucken, jetzt wo ich das Spiel neu gestartet habe, ob die... Aha, nee, das ist die falsche Karte. Das hier war die richtige. Ah, sehr gut, die ist nicht mehr verbuggt. Das heißt, wir können heute mal gucken, dass wir vielleicht den Schatz heben. Wir haben auf jeden Fall 2 unheilige Anlagen, vielleicht sogar 3. Das ganz rechts könnte aber auch das Paladin-Lager sein. Da sind irgendwie so Kreuze an dem kleinen Gebäude. Oder an dem großen Gebäude, aber klein halt eben auf der Karte. Müssen wir mal schauen. Es gibt auf jeden Fall noch einige Gegenden, die wir genauer betrachten müssen. Deswegen führt es uns jetzt wieder in die große, weite Wildnis. Und wir haben nochmal Feuerwaran und Schattenläufer gelernt. Uns fehlen aber trotzdem noch ein paar Klassiker. Und die kann der Karakam uns auch beibringen, aber dazu brauchen wir auf jeden Fall ein Level-Up. Das wäre jetzt der Plan, ne? Wir machen ein Level-Up
düsen dann zurück, lernen den Rest und schnetzeln uns dann weiter durch die Weltgeschichte. Ich will mal ganz kurz in dieser Situation nochmal zu... Was ist denn hier wieder los? Das ist ein Zoom frei? Ne, ist ein Fluss. Hinten wieder Action bei dem. Beim Francis. Warum auch immer. Verrückt. Was war da noch? War da noch irgendwas eben auf dem Boden? Nein. Ja, also Schilde benutzen, das ist mir ziemlich egal. Das da ist nichts zu holen. Interessiert mich herzlich wenig. So, jetzt hat der nochmal hier irgendwelche Gegner weggemetzelt. Sehr kurios. Ist da sonst noch irgendwas? Nö. War noch irgendwas bei Francis? Wie kann ich... Natürlich hast du das. Achso, ja, das war irgendwie so ein verbuggter Scheiß. Vor uns ist ein Heilkraut. Hey. Das Zeichen des Kriegsherren. Ah, das nehme ich mal lieber nicht mit. Vielleicht ist es sicher, aber ich habe das Gefühl... Und das müsste der Gegenstand sein, bei dem man dann angegriffen wird, wenn man es mitnimmt. Aber da gibt es noch anderen Kram, den man mitnehmen könnte. Hier mal eine brutale Ork-Axt vergessen. Gut zu wissen. Ich meine, die hat eh keinen hohen Wert, also was soll's. Und Ork-Waffen zu benutzen ist eigentlich bekloppt. Aber was ist mir hier für ein Trank? Vermutlich nur irgendein Heiltrank. Ich glaube, das sind es die Sachen beim Chef. Könnte sein, dass das die Gegenstände beim... Ah, das macht aber gar keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Egal, lassen wir die Sachen da oben. Rest haben wir mitgenommen. Und hier erwarten uns ja diese Höhlen, ne? Hier war ja eine Höhle mit Francis, da haben wir Randale gemacht. Und ich meine mich zu erinnern, dass es weiter reinginge. Aber ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht die... Ashkor könnte ein guter Schamane sein. Kraft hatte das irgendwie... da irgendwie zu bestehen. Oder war das so? Das wird uns niemals im Weg stehen. Warum ist es so weit entfernt? Verarsch mich doch nicht. Du hättest alle Piraten schon längst... Ist hier irgendwo ein Knopf oder was? Das hat sich umsonst mit ihnen angelegt. Nee. Ging es hier nicht irgendwie weiter rein? Okay, ich bin einfach verbrannt. Na gut, das ist ja schon mal Hinweis genug, würde ich sagen. Da gibt es da drin wohl doch nichts mehr groß für uns. Ich dachte irgendwie, da könnte man nochmal reinschauen und ein bisschen Randale machen. So, aber ich habe noch eine andere Idee. Wie sind wieder Flusswürmer? Wir hatten doch kein neues Kapitel, oder doch? Oder vielleicht spawnen manchmal Gegner nach. Aufgrund der Ereignisketten, wenn die sich halt abwechseln. Also nach dem Motto, wenn sich... hier die Piraten zermürben lassen von den Jägern, dass dann automatisch ein paar Gegner wieder neu spawnen. Hier ist eine Steintafel. Lebensenergie 1 zum Wohl. Also gerade für die Steintafeln ist es extrem wichtig, mit der Telekinese hier zu hantieren. Denn die übersieht man ja mal gerne. Und danach ist das Geheule groß. So, pass auf, wir haben... so ein Amulett, ne? Und der darin enthält eine dunkle Magie. Vielleicht, aber nur vielleicht, können wir mit diesem Amulett hier hinein, ohne zu sterben. Und vielleicht auch oben entlang marschieren, ohne zu sterben. Wenn man quasi dieses Amulett des Nekromanten trägt, dass man dann halt irgendwie vielleicht seine verfluchten Bereiche irgendwie betreten kann. Nein, wir sterben hier immer noch. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie das Rätsels Lösung. Aber die mysteriöse Höhle bleibt weiterhin mysteriös und wir sterben direkt bei Eintritt. Warum haben wir jetzt hier nicht mehr so? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendein Amulett ist, das uns dann erlaubt, hier hineinzukommen. Oder auch ein Ring oder irgendwie sowas. Ich würde jetzt auch gerne nochmal erstmal hier den Kram mitnehmen.
Da war doch noch was. Oh, da war schwarzes Erz. Ich hab das gesehen. Ich hab's gesehen. Ey, wo ist es? Aha. Huh, schwarzes Erz. 100 Meter entfernt, aber kein Thema für den Helden. So, der Punkt ist, wenn wir jetzt hier weiterlatschen, da kommen wir ja bloß wieder Richtung Piraten, ne? Und da hinten ist ja nichts weiteres außer das Orklager. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Und schauen mal. Ist auch ganz nett, ne? Dass es ein bisschen hell macht. Das ist vielleicht bei Nacht gar nicht so bescheuert, dieses Amulett zu tragen. Und wir gucken jetzt mal, wenn wir hier hochlaufen, ob wir da mit irgendwelchen Debuffs wieder rechnen müssen oder ob das von dem Amulett abgehalten wird. Ja, vielleicht auch hier wieder die richtige Idee, aber der falsche Gegenstand. Das ist ja hier verwunschen, da kriegt man irgendwie dann die Hälfte an Stärke abgezogen. Das ist ziemlich mies. Aber auch vom Balancing-Aspekt her keine schlechte Idee. Also, dass die Gegner hier halt nochmal schwerer sind. Ach, falsche Richtung, oder was? Aha. Aber da war nichts mehr drin, das hatten wir schon. So, mal gucken, was passiert. Okay, wir kriegen nicht extrem viel abgezogen, aber schon eine Menge. Wenn ich jetzt hier rauslaufe, wird es dann wieder besser. Irgendwie nett, ne? Mich würde interessieren, ob dieser Debuff wieder nachlässt. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er auch wieder nachlässt. Wir bleiben mal einfach hier. Und schauen mal. Auf jeden Fall stackt es schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir natürlich die Kriegsarmbrust nicht mehr, aber scheiß der Hund drauf. Und hier haben wir auf jeden Fall ein paar interessante Gegner. Ach, die liebe Zeit. Ist hier Kritz, die wir hier rausdonnern? Wenn ja, ist das relativ bitter. Kriegt er mich einfach? Ich glaube, es geht los. Alter Vater. Gerade ist aber ganz schön abgegangen, hey. Ja, nee, auf jeden Fall können wir auch nochmal nach hinten verschieben. Sind jetzt gar nicht so ein paar Gegner insgesamt. Ich meine, wenn man alleine gegen die kämpft, statt gegen zwei, da ist man natürlich auch nochmal besser aufgestellt. Aber von mir aus ist okay. Wir gehen erstmal den anderen Weg lang, den ich ja auch vorhatte zu nehmen, Richtung Paladin-Lager. Oder so waren wir hier schon? Ich glaube schon, ne? Nee, waren wir nicht. Dann hauen wir hier wieder Amethysten raus. Wir kriegen auch normale Erzbrocken und Eisennuggets. Aus diesen Adern hier. Das ist gut zu wissen. Aber, nee. Ich glaube, Eisennuggets und Brocken Eisenerz ist dasselbe. Das ist halt nur irgendwie zweimal verschieden übersetzt oder so. In der Anzeige. Ein bisschen irreführend, aber ich glaube, das sollte dasselbe sein. Wir kriegen hier kein magisches Erz mehr raus. Das kriegt man nur in der Mine und da dürfen wir nicht mehr hacken. Das ist doch alles irgendwie ein bisschen ungünstig. Gehen wir wieder hier zurück, wieder hier hoch. Denn ich wollte ja eigentlich den Schatz heben. Deswegen machen wir doch das mal. Statt hier ganz gewöhnlich wie ein normaler Mensch diesen Weg hier weiterzugehen. Hier gibt es bestimmt auch wieder überall Möglichkeiten, Dingen in die Höhlen in die Wände zu hämmern. Sprich, dass hier auch ein paar Dungeons wieder sind. Recht verborgen sind die ja meistens. So, hier vorne haben wir, glaube ich, diese aggressiven Orks. Das will ich ganz kurz mal überprüfen. Wir sind ja gerade Orksöldner, ne? Mora ist umsonst hergekommen. Jetzt kommen mir doch tatsächlich Orks an, die mich sogar abschießen wollen. Die müssen wir einzeln angehen. Oder sie umlaufen. Die kommen aus einer relativ weiten Entfernung schon auf einen zu.
Aber das sind die Orks, die ich meinte. Hier hinten gibt's Orks und die sind irgendwie feindlich gesinnt. Ob Orks-Söldner oder nicht. Was irgendwie Quatsch ist, aber vielleicht ja, sind die nicht der Direktive, der vom großen Zarrat gehörig, sondern irgendwelche ja, Banditen-Orks. Ne? Kann es ja auch geben. Wäre ja gar nicht so weit hergeholt. Deserteure oder was weiß ich. Aber wir wissen auf jeden Fall, die Harpien gibt es da oben in der alten Festung. Und die Frage, wo sich die Eiswölfe befinden. Aber auch das werden wir noch rausfinden. Jetzt metzeln wir uns ja erstmal durch die Gegend in der nächsten Folge und schauen uns hier unten mal genauer um. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.